Ja gut, dann lassen wir die schwören. Jetzt sofort hier? Also wir sind plötzlich. Naja, wir wollen den Plan besprechen. Naja, gut. Und sie sind auch ziemlich sicher zugekommen. Also von mir aus können wir das nun kurz handwedeln, schwören hier, dass ja, was hier besprochen wird, wird Geheimhaltung untertragen und dann haben wir das. Wäre auch, ich würde nicht drauf bestehen, dass wir das Kamal untermauern. Vielleicht irgendwann später. Gut. Wenn wir ja, alle einschwören. Muss nicht Kamal sein. Ihr könnt dann den Schwur so formulieren, dass der passt. Geheimhaltung. Und dann werden die das auch tun. Ja, ungefähr eine halbe Stunde später könnt ihr sie auch darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass Ziel erst einmal Tisal ist, später dann Südwall, irgendwann Rulat und dass auch Kämpfe für mit Dämonen-Eichen anstehen. Je nachdem, wie ausführlich ihr da werden wolltet. Wie reagieren sie darauf? Scheinen die Entscheidung uns zu folgen zu bereuen oder sind die trotzdem weiter motiviert, uns beizustehen? Menschenkenntnis. Alles klar. Also die beiden Alanfana, die habt ihr ja schon irgendwie in Kenntnis gesetzt, was Plan sein soll. Und das sind abgebrühte Kapitäne, die wurden vom Patriarchen ausgewählt. Und du bist der Meinung, dass vor allem die Kapitänsleutnantin Selime, das ist auch ein richtig zäher Hund. Die anderen sehen ebenso, ja, für Aranya. Für Aranya sind sie wohl bekannt mit den Segeln und wissen wohl, was sie tun. Das ist vielleicht nicht der alanfanische Standard, aber die sind schon gut dabei und die zeigen jetzt auch keine Furcht. Also die sind da sehr im Vertrauen auf euch, ja, würdest du so meinen. Gut. Also gut. Dann stellt sich die Frage, wo ihr unsere Schiffe haben mögt. Sollen wir ebenso vor Tisal warten? Oder möchtet ihr über eins der Schiffe von uns aufsetzen? Das kommt drauf an. Nun, da wir andere Schiffstypen in unserer Flotte da haben, könnten wir unsere genaue Position vor Tisal ein wenig ändern müssen. Bisher sind die Berechnungen davon ausgegangen, dass die beiden Triremen das Patriarchen innerhalb von 2 Stunden nach Rulat aufschließen können. Wie viele Knoten machen eure Schiffe? Nun, wenn wir gut dabei sind, 11. 11 bis 12. Geruderte Beremen. Gut. Das setzt uns zumindest nicht zu weit zurück. Wir sind zumindest nicht allzu sehr vom Wind abhängig. Was eure Schiffe auch gut zu den... was sich auch in die Flottille der Triremen eingliedern lässt. Haben wir insgesamt 7 geruderte Schiffe, Kapitana. Nun, das ist gut, denn dann müssen sie nicht auf günstigen Wind warten, wenn sie uns nachwollen, gleich in welche Richtung... So ist das Ei. Nun, Kapitän, ja, was ist eure Entscheidung? Welches Schiff sollen wir nehmen, um nach Südwall überzusetzen? Wie sehen denn diese anderen Schiffe so aus? Also so von der Kampfkraft her und so sind die nicht mit der Abianda vergleichbar, oder? Also die haben viele Leute an Bord, aber das sind vor allem Ruderer. Ansonsten sind die nicht so gut bewaffnet. Die haben halt ein paar Rotzen. Das ist nicht wirklich vergleichbar. Ihr habt einfach wesentlich mehr und auch verschiedene Sachen. Aber wir können nicht mal ein Drittel unsere Sachen bemannen. Also im Grunde das klassische Berberkanonenboot. Ja. Du hast eine Galeere oder eine Galeasse, auf die vorne im Grunde eine Handvoll Geschütze draufgeschnallt wurden, nach oben geplant und dann halt raus damit und gucken, was passiert. Klar, cool. Gut, dann wenn niemand wirklich triftige Gründe dagegen vorbringen kann, würde ich trotz allem die Avianda nehmen, aber Südwall nicht direkt anlaufen. Mir ist eine Idee durch den Kopf gegangen.
Nicht, dass wir es so machen müssen, aber ich würde sie gerne mal in die Runde setzen. Sofern wir eins der Schiffe des Patriarchen nehmen und uns damit hier auch vor Südwall sehen lassen, könnten wir mit diesem Schiff auch vor Rulat einfahren und uns normal als alanfanischer Sklavenhändler oder irgendein Händler der Art ausgeben, die vielleicht im Namen eines Granten oder irgendwen anders positive Beziehungen zu Palligan aufbauen möchten. Wäre nicht das erste Mal, dass Granten sich nun mal mit Heptarchen zusammenschließen. Das ist wahr. Dann müssten wir im Grunde jetzt schon den zweiten Teil unseres Planes angehen. Wobei wir dann ja immer noch flexibel sind und zurück zur Insel kommen können. Ja, der einzige Unterschied wäre, dass wir das Schiff wechseln, bevor wir unsere Flottillen aufspalten. Ich denke, wir können immer noch auf eine der Galeeren wechseln, wenn wir den ersten Teil mit der Avianda bestreiten. Solltet ihr Kalinorsche Flaggen benötigen, dann werden wir euch ja sicherlich genug zur Verfügung stellen. Wir können zwar nicht alle von euren Schiffen rosa-rot streichen, das wohl nicht. Aber wir haben genug Kalinorsche Flaggen an Bord. Für die aranischen Schiffe, meint ihr? No, für die aranischen Schiffe, sie. Aber ich sprach vor allem von der Avianda. Es mag zwar etwas untypisch sein, aber wie ihr wisst, vor allem die Kalinors sind gerne einmal mit besonderen Schiffen unterwegs und da hebt man sich von den anderen Triremen ab. Nun, ich denke, es ist ein relativ durchschaubarer Täuschungsversuch, aber besser ein schwacher Versuch als gar keiner, nicht wahr? Ja, sí, Signora. Gut, dann werden wir das als Kompromiss versuchen. Geras hat mir gesagt, ich soll euch vertrauen. Ihr habt das Beste für unser Haus im Sinne. Das haben wir. Wir haben das Beste für uns alle im Sinn. War es nicht auch Kiaras, der das erste Mal die Kontrakte für das Mittelreich mit Helmer Hafax herausgehandelt hat? Das wäre möglich. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß bloß noch, wie ich mich unwohl gefühlt habe in seiner Gegenwart. Und das sagte Kiaras auch. Nun, zumindest werden wenige Leute das über Kiaras Karinor sagen können. Gut, dann an die Arbeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Also gut. Dann nehmen wir diese 5 Schiffe in unseren Verbund auf und segeln weiter, Gentisa. Diamantis, ihr überdenkt noch einmal den Standort der Schiffe oder sollte das jetzt so passen? Ich werde mich nochmal mit Kapok zusammensetzen und die Einzelheiten besprechen, aber mehr als kleine Änderungen müssten nicht getan werden, dass sich tatsächlich um Briremen handelt. Wunderbar, hab Dank. Bevor wir diese nun jeder wieder auf sein Schiff zurückkehren, jemand, das wirft einen Blick zu den Damen, den Kapitäninnen, Kapitanas, die hier sich befinden. Ich habe ein kleines Blick auf euer Schiff geworfen. Ihr seid nicht besonders gut bewaffnet von Geschützen her. Wie viele Geschützmannschaft habt ihr eurem Schiff? Wir haben 3 Offiziere, die dafür sorgen, dass unsere Geschütze abgefeuert werden. Und wie ihr sicherlich schon bei Eintritt dieses Schiffes gesehen habt, ist die Avianda eins der schwersten bewaffneten Schiffe, die diese Seite der Küste wohl besegeln. Jedoch ist unser Problem, dass wir nicht genug Geschützmannschaften haben, um auch nur im Ansatz alle unsere Geschütze zu bemannen. Sofern wir 1-2 Leute von jedem Schiff abziehen könnten, wären wir zumindest in der Flottille um einiges stärker. Nun, die könnt ihr haben. Wir haben vor allem nicht den Platz bei uns, um weitere Geschütze dort zu positionieren. Wohl aber können wir sicherlich einige ausgebildete Ruderer an euch abgeben und auch die dazugehörigen Offiziere, die sie befehligen. Sagen wir von jedem Schiff 8. Wäre euch damit geholfen, Diamantis?
Es ist mir natürlich nicht lieb, mit Amateuren zu arbeiten, aber ja, es wäre mir damit geholfen. Jetzt die Grundausbildung haben sie nicht genossen. Den Rest müsstet ihr dann machen. Aber sie sind fähig. Dann werde ich mich die nächsten Stunden, bis wir an unserem Ziel einhalten, damit zu sorgen, ihnen noch einiges beizubringen. Zumindest das, was auf die Schnelle eben funktioniert. Ja, dann wird genickt. Nichts weiteres von mir, Kapitän. Gut, dann treffen wir unsere Vorbereitungen. Okay. Karinor lässt sämtliche heraldischen Symbole ausgeben, die er noch so auf seinem Schiff übrig hat. Das sind erstaunlicherweise doch noch eine ganze Menge und damit bekommt ihr 5 Biremen und vor allem eure Aviander großzügig ausgebaut als Karinorscher Schiffe mit allem fanischem Einschlag. Also auf den ersten Blick wird das auf alle Fälle täuschen. Ob das im zweiten Blick standhält, vor allem in einem alanfanischen Blick höchstwahrscheinlich nicht, aber Piraten, die dann irgendwo im Norden von Tobrien herumfahren, die werden sich da auf alle Fälle täuschen lassen. Und Diamantis kann sich dann daran machen, die 5x8 Personen, die dann an dich herantreten, auszubilden. Du hast grob noch einen Tag, vielleicht ein bisschen weniger. Und du möchtest, kannst mal eine Lehrenprobe würfeln. Ja, ich nehme natürlich Mr. Pluck und den anderen, denn dessen Namen ich gerade nicht auf dem Schirm habe, beiseite, damit wir die auch ein wenig kennenlernen und auf ihren Befehl hören. Und lehren. 15 Punkte. Die kriegen sogar eine SE. Ja, genau. Dann bekommen sie eine SE und dürfen 2 Spalten günstiger steigern. Das hilft auf alle Fälle, um innerhalb der wenigen Stunden mit ihnen fähigere Leute zu machen. Habt ihr in der Zwischenzeit andere Dinge zu tun, bevor ihr Tisal erreichen mögt? Fangen wir einfach mal bei Serpentilio an. Serpentilio wird natürlich zuallererst mal den Schwamm fachmännisch einmachen. Ich nehme an, das wird sich darauf erstrecken, ihn mit frischem Meerwasser in ein Glas zu verfrachten und das zu verschließen. Und dann, glaube ich, tatsächlich dran anfangen, an kleineren Stücken davon den Versuche zu unternehmen oder erste Erkundung zu unternehmen, wie man das Kontaktgift am besten extrahieren kann. Maken. Also ob man es, ich würde sagen, ob man es auskochen kann, ob man vielleicht einfach nur quetschen muss, ob man ihn irgendwie in Lauge einlegen muss und die dann entsprechend filtern und die Dinge rauskochen, ob es vielleicht mit irgendwie Alkohol geht, was schon das Übliche, was man macht, wenn man versucht, Dinge voneinander zu trennen. Ja. Sag du mir, ob ich irgendwas würfeln muss oder ob das geht oder ob das dauert. Du bist ein fähiger Alchemist. Also das ist ein unbekanntes Tier für dich, beziehungsweise ein Schwamm. Das kommt halt hier so nicht vor und du bist auch kein Wasseralchemist, aber du kriegst das schon hin. Also es ist halt ein Kontaktgift. Ich muss mal gucken, welche Stufe das hat. Stufe 6. Kontaktgift Stufe 6 mit Lähmungserscheinungen, die dann noch irgendwann tödlich werden könnten. Aber das bekommst du schon hin. Okay, dann werde ich einfach mal eine Dosis destilliertes Kontaktgift aufschreiben. Ja, finde ich gut. Noch irgendwas? Ich denke, das ist dann auch die Gesamtheit dessen. Okay, dann Rafim. Ich würde mir Abelmir suchen. Abelmir, wo bist du denn? Was ist denn? Ich bin beschäftigt. Abelmir, dein Buch zum dritten Mal zu lesen, ist nicht Beschäftigung, das ist Langeweile. Aber... Was wollt ihr? Naja, also wart ihr eigentlich dabei, als dieser Arche damals gestürmt wurde, oder nicht? Ja. Ja, wunderbar. Könnt ihr mir berichten, wie das war? Nur, dass ich die Männer darauf einstimmen kann. Ich bin nicht sicher, was ihr hinaus wollt. Naja, was... Können wir denn erwarten bei so einer Arche, die durch dieses Horn dann gelegt wurde? Nun, wenn es wirklich gelähmt ist, dann ist der Widerstand der Arche deutlich geringer. Nichtsdestotrotz befindet sich natürlich eine fähige, mehr oder weniger fähige kampffähige Besatzung an Bord. Darum solltet ihr euch Sorgen machen, aber ich denke, das werdet ihr schon hinbekommen. Falls die Arche nicht gelähmt ist, müsst ihr ebenfalls mit Widerstand durch die Arche rechnen, durch verengende Räume,
plötzlich sich neu bildende Gassen, aus denen eure Gegner aus einer Richtung kommen, Seile, die eure Männer würgen oder behindern, all dies könnt ihr euch vorstellen. Glaubt ihr, wenn dieses Horn ertönt, dass es den, also ihr könnt mich ja korrigieren, aber der Paktierer an Bord, der ist doch mit Sicherheit auch mit der Säuferin im Bunde, richtig? Nun ja, man muss unterscheiden. Der Steuermann ist vermutlich mit der Eiche verwachsen und kann sich nicht fortbewegen. Der Kapitän ist höchstvermutlich ein Paktierer, ja. Glaubt ihr, das Horn wird ihn auch beeinflussen oder nicht? Nun ja, ich fürchte nicht, nein. Oder wenn nur im geringen Maße. Also kümmert euch erst um die Offiziere und überlasst vielleicht nun ja die normalen Piraten oder Kreaturen, die an Bord sind, euren fähigen Männern. Naja, die meisten unserer fähigen Männer sind tot. Wir haben jetzt ja nur aufgegriffen, was da war, aber ja. Dann müssen wir das Beste hoffen. Vermutet ihr denn auch irgendwelche anderen Wesen? Nun ja, bei der letzten Arche waren Kreaturen der Tiefsee an Bord. Zum Beispiel? Ich fällt gerade die Namen blöd in Erinnerung. Humeria? Humeria, das war's. Humeria, stellt euch eine riesengroße Krebse vor. Sie sind nicht nur schnell, aber sehr stark gepanzert und ja, kaum zu verletzen. Und die verfügen über gewaltige Kräfte. Naja, also haltet ihr es im Prinzip am sinnvollsten, wenn die, ich nenne sie mal normalen Söldner, sich um die Piraten kümmern und wir mit einer Elitetruppe in Richtung Kapitän und Offiziere vorstoßen, diese ausschalten? Das wäre Vorteil, vermutlich, ja. Wenn man den Kopf abschlägt, ist der Rumpf nun weniger wehfähig. Wenn ich den Kapitän getötet habe, wird die Arche sich dann, also ich vermute, irgendwann wird das Artefakt nicht mehr wirken und die Arche wird wieder normal funktionieren. Wir sollten sie bis dahin dann getötet haben, richtig? Nun, wir sollten sie vernichtet haben, ja. Töten kann man sie nicht, man kann bloß die Sphäre der siebten, die Elemente der siebten Sphäre verbannen und nun ja hoffen, dass sich der Rest normal vernichten lässt. Es ist ein seltsames Hybrid aus dieser Sphäre und der siebten Sphäre. Ja, aber als wir die andere Eiche gestürmt haben, da sind wir. Ja, wir wollen nicht drüber reden, wie wir da hingekommen sind, aber da waren wir direkt am Archenherz. Da war ein, ich würde es mal sagen, eine Art Wächterkreatur. Vermutet ihr in diesem Fall wieder Ähnliches? Sehr, sehr stark. Eine sehr starke Vermutung, ja. Ich vermute, man kommt nicht so einfach ins Archenherz. Also ist der am besten geschützte Punkt im Schiff, in der Arche. Und dieser Wächter ist vermutlich auch nicht außer Gefecht, richtig? Ich vermute, es auch. Er wird ein Halbdämon sein oder nun ja, irgendetwas Gefährliches. Naja, wäre ja auch zu einfach, wenn's anders wäre, richtig? Und jetzt vermutlich weniger Spaß daran. Ja, da mögt ihr jetzt nicht Unrecht haben. Aber ich danke euch jetzt mal für eure Informationen. Ich guck mal, ob ich da irgendwelche Pläne hier mit den Männern zusammenbauen kann, aber naja, ich weiß nicht so genau, wie wir uns auf die Aranier und auch auf die Alanfana verlassen können, wenn es wirklich gegen die Arche geht. Sollten wir sie vielleicht sie vorschicken als, ich will nicht sagen, nun ja, Galeerenfutter, aber nun ja, um die Mannschaft abzulenken vielleicht. Naja, also ich habe mir zumindest gedacht, also ich kann euch ja mal sagen, wie ich mir das vorstelle. Diese Arche ist da, kommt, fährt an uns ran, wir blasen das Horn, diese Arche, die vorher auf ihren komischen Füßen gelaufen ist, fällt zur Seite oder fällt nach unten. Die alanfanischen Schiffe rammen mit ihren Rammsporen in die Arche. Wir legen an die Arche an und wir stürmen da alle rein und hoffen, die umzubringen, bevor die Arche wieder aufwacht. So könnte es funktionieren, unter den besten Umständen.
irgendwie seht ihr jetzt nicht so überzeugt aus, wenn ich das so sagen darf. Nun ja, ich war schon einmal auf so einer Arche und weiß, wozu sie in der Lage ist, wenn sie nicht gelähmt ist. Also wollen wir hoffen, dass dieses Horn funktioniert. Ja, sonst sind wir vermutlich am Arsch, richtig? Nun, sonst sind sie wahrscheinlich tot. Ja, das ist richtig. Naja, da gibt's ja Schlimmeres. Das ist wohl wahr, aber ich will das Letztes nicht ausschließen, wenn wir auf eine Arche gelangen und sie in Vollbesitz ihrer Kräfte ist. Das könnte uns passieren, dass wir nun ja in die Arche eingewoben werden. Und das möchte ich unter allen Umständen verhindern. Ja, mach dir keine Sorgen, Abelmir. Ich würde dich vorher erlösen. Ach, vielen Dank. Ich gebe euch ein Zeichen, falls es soweit ist. Stecht nicht vorher zu. Ja, wollen wir eins abmachen? Ja, gern. Was schwebt euch vor? Naja, irgendeine seltsame Attack-Kombination. Irgendwas, was ihr nicht so verwendet, weil wer weiß, vielleicht verstehe ich es ja falsch. Wie wäre es? Ich sage zu euch, erinnert euch an den Dschungel von... Wie ist diese verdammte Pyramide nochmal im Al-Anfa? Weißt du, diese Knochenpyramide, wo wir waren. Langes hier. Ja, das ist. Ja, das reicht schon. Das wird ja keiner sagen. Wer geht denn zu einer Knochen? Also, das war ja ohne Ausflug. Ich sage euch, erinnert euch an die Zitadelle. Dann könnt ihr zuschlagen. Auf vorher nicht, bitte. Ja, gut, machen wir so. Ich gehe jetzt einen Plan schreiben, aber mir vielleicht schreibt ihr schon mal euer Testament. Nun, ich habe noch etwas zu tun. Das ist besser als mein Testament. Das kann warten. Wir wollen doch schließlich alle überleben. Ja, mutige Aussage an der Stelle von euch. Aber ja, bestimmt. Und dann viel Erfolg, Abelmir. Vielen Dank. Macht ihr die Tür zu? Ja, natürlich. Ich ziehe die Tür hinter mir zu und dann auf dem Weg in meine Kabine überlege ich mir schon einen Plan, der wirklich ist. Wir stürmen da einfach ein und bringen die alle um. Also alles wie immer. Ja. Aber mir möchtest du selber noch etwas tun? Ja, ich würde, also nachdem Raffi im Gang ist, würde ich mal zur Tür gehen, die Tür nochmal schließen, noch prüfen, ob sie zu ist, den Riegel vorlegen, dann mein das Dämonikon rausholen und mich an die Übersetzung wieder setzen. Okay, du übersetzt. Zulamin, möchtest du etwas tun? Ja, Abelmir stören. Das kann wohl keiner verhindern. Ja, auf dem Flur kommt mir wahrscheinlich Rafim entgegen und ich lächle ihm zu. Na, hat er immer noch so gute Laune? Ja, Zulamin, ich habe einen sehr guten Plan. Der wird dir gefallen. Wir stürmen rein und bringen sie alle um. Der Plan klingt hervorragend. Ja, ich wusste, der gefällt dir. Ich weiß, ich freue mich schon darauf, selber dir zu sagen, dass er in der ersten Linie sein wird. Vielleicht soll ich das gleich tun. Das hast du schon. Oder gib's mir auf. Nun, das bleibt ganz dir überlassen. Und sie streift deine Hand so mit den Fingern, zwinkert dir noch einmal zu und geht dann, um bei Abelmir zu klopfen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, wer stirbt? Ich bin es. Pack das Buch wie ein, legst den Schrank, schließ die Tür und entriegel dann die Tür. Ja? Es tut mir leid, euch schon wieder zu stören bei eurer Recherche. Aber die Sache ist die und sie schiebt sich in die Kabine. Ich finde, ihr habt recht und wir sollten uns nicht allein auf den Elfen verlassen bei der Sache mit dieser Harfe. Also... wolltet ihr euch schon immer einmal Gedanken machen, wie ihr einen Zauber von Borbarad Xamarnod brechen könnt? Jetzt, da ihr noch eure Bücher um euch habt? Er kommt einmal herein. Ich schieb's mal weiter rein in die Kajüte und schließ die Tür hinter von mir. Von diesem gelangweilten Desinteresse, dass dich mal wieder jemand stört, zu einem sehr interessanten Gespräch. Was schwebt euch genau vor? Nun, ich... beschreibe es euch einmal nach meinem laienhaften Verständnis. Setzt euch doch. Wir müssen uns nicht uns im Stehen unterhalten. Oh, danke. Ich roll mal so ein paar Pergamente vor dem Stuhl weg. Ja, Zulamin sieht sich auch ganz interessiert um, weil sie war noch nicht so oft hier unten, seit Abelmir hier eingezogen ist. Aber kommt dann noch zum Punkt. Also, was ich in meiner Vision gesehen habe, war... diese Harfe. Ich kann euch nichts zu ihren magischen Eigenschaften sagen, aber nun ja,
Sie stand da und spielte ein Lied, ohne dass irgendeine Person daran beteiligt war. Und der Sphärenschänder betrat den Raum und befahl ihr, einfach nur zu verklingen. Und die Harfe leistete seinem Befehl Folge. Ich denke mir also, da die Harfe spielte, wird sie in irgendeiner Form magisch gewesen sein. Und der Sphärenschänder hat diese Magie vielleicht nicht zunichte gemacht, aber zumindest unterdrückt. Also stelle ich mir vor, dass es eine Art Antimagie ist?